willkommen zu einem neuen Video. Und zwar nach sehr langer Zeit mal wieder zu einem neuen Vlog. Es sieht auch absolut fertig aus, weil ich noch nicht lange wach bin und ich mich noch nicht fertig gemacht habe. Aber ja, auf jeden Fall bekommen wir heute Besuch. Luca ist ja auch schon da, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Und zwar kommen heute Felix, Janis, Robin und Elias. Und die bleiben dann für eine Woche und dann haben wir eine coole Zeit, unternehmen ein paar Sachen. Und dann dachte ich so, okay, es bietet sich jetzt ja nicht mehr an, als jetzt zu vloggen. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Und ich hoffe, euch werden die Vlogs mal auch gefallen und dass ihr auch genauso hyped seid. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Like da. Hey. Ach doch. Wir sind jetzt fertig und dann fahren wir gleich zum Bahnhof und holen die anderen dann ab. Leute, der einzige Nutzen einer Freundin ist das Tragen der Sachen in der Handtasche. Let's go. Nach 10.000 Jahren sind wir auch mal angekommen. Ich liebe den Feierabendverkehr. Ich liebe ja eigentlich Autofahren, ne? Aber ich hasse andere Autofahrer. Ihr müsst euch vorstellen, man ist so auf einer schmalen Landstraße, wo man ungern mit seinem Auto runter möchte, weil die halt so kacke ist, ne? Und man sein Auto nicht kaputt machen möchte. Nicht jeder normale Mensch wird doch, wenn da irgendwie so eine Einbuchtung ist, wo man abbiegen kann, aber kann man sich ja trotzdem, ne? Einmal kurz so da einordnen, um den anderen Auto platt zu machen. Nicht bei den Autos hier. Also, yeah. Ich hätte gerade so ausrasten können, weil wir eine andere Straße gefahren sind. Und dann kommt mir da so ein Riesenauto entgegen. Ich bin da so mit meinem kleinen Polo. Und die Frau ist einfach so weitergefahren, anstatt einfach bei der Straße zum Abbiegen, einfach kurz anzuhalten, um mich netterweise vorbeizulassen. Was ist, die kommt da so richtig angejagt, Alter. Ich hasse andere Autofahrer. Weil ich jedes Mal, wenn ich zum Bahnhof fahre, kriege ich Aggressionen von anderen Autofahrern. Ich hasse es so sehr. Die kommen jeden Augenblick an, wir haben ein bisschen zu lange für Parkschein gebraucht. Das ist jetzt ein bisschen knappiert, aber ja, wir wissen nicht mal, welches Gleis. Ja, moin. Und wir müssen gleich noch ein Mietauto holen, weil wir genau eine Person zu viel sind fürs Auto. Das ist so ärgerlich, ne? Ach, danke, Janis, übrigens. Oha. Nein, aber das schaffen wir schon. Ich hoffe, es klappt da alles. Und ja, geht's dir gut? Wir sind ein bisschen spät. Oh, wir sind doch nicht zu spät. Mal gucken, wo die Bullen sind. Wo die Bullen sind, ne? Von außen. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Die Gang. Take you off. I came your way to show. Cannot keep it low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Bottle your taste. Leute, man munkelt wie, aber wir haben alle riesigen Koffer und Taschen, alles Mögliche reinbekommen. Ja, jetzt müssen wir nur noch die beiden da reinbekommen. Der Oberarm ist größer als dein Oberschenkel. Ja, ist gut bei euch. Ich bin angeschnallt. Und ist euch schon warm? Ja. Ich frage mich echt, wie das hier gerade gepasst hat alles. Weil, Leute, Felix hat gefühlt so seine ganze Inneneinrichtung eingepackt oder so, keine Ahnung. Jetzt gehen wir erstmal zu Snackles. Jetzt ja noch auf die anderen warten, weil die ja noch ihr Auto abholen müssen. Die müssen erstmal hinlaufen. Solange gehen wir jetzt irgendwie einkaufen oder so. Rucksack. Luca. Das ist auch so ein Lutscher. Hi. Spaß beim Aufzug. Also viel Spaß beim Aufzug von dem Teil. Spaß gerne. So, wir sind hast jetzt. Hast du das erlaubt? Ja, ich will jetzt vloggen hier. Also, wir sind jetzt bei mir zu Hause in meinem neuen Zimmer. Und ja, Janis und Elias sind auch dabei. Und die anderen beiden, Felix und Robin, sind jetzt gerade einkaufen. Und dann kommen die danach auch noch hierher. Okay. Gib mir doch die Hand. Ja, ich hab die Flasche selber. Ja. Das tut echt weh. Also, die anderen sind jetzt weg.
ja, ist jetzt Kern 10 Uhr, 11 Uhr oder so. Man muss auch bedenken, dass ein Rädchen zum Beispiel heute ganze 7 Stunden gefahren ist. Also von daher, ich hoffe, dass morgen das Wetter gut ist, dass man morgen schwimmen gehen kann, weil ja, es ist viel cooler, wenn man auch wirklich was unternehmen kann und nicht dauernd irgendwo bei irgendwie in der Bude hockt. Und ja, auf jeden Fall war es mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da und einen lieben Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal, haut rein.